Willkommen zurück, liebe Zuschauer, in unserem großen Krieg der Japanischen Republik gegen die USA, die andere Republik sozusagen. Ha, wir sind ein bisschen mit unserem Latein am Ende. Die Landungen hier klappen nicht so ganz. Wir könnten noch andere Landungen versuchen. Aber hier jetzt wahrscheinlich in die Offensive zu gehen, wird auch nicht so viel bringen. Vielleicht warte ich nochmal die 20 Tage kurz ab, bis die 165 Bataillone noch zusätzlich kommen. Hier in der Verteidigung gewinnen wir, aber da merkt man halt auch, die Verteidigung hier ist immer stärker. Das heißt, wir müssten jetzt hier schon sehr, sehr viel Glück haben, dass wir eine gute Offensivschlacht in großer Überzahl bekommen. Das glaube ich irgendwie nicht, bin ich ehrlich. Die Offensivschlachten laufen normalerweise immer sehr schlecht. Jetzt wird sogar schlechter hier unser Vorteil. Ja, also so verbessert hat er sich jetzt leider nicht, aber wir setzen mal auf Offensive. Mit... Wir haben nur einen sehr guten General, die anderen sind alle so semi-gut. Der hier kommt auch mit in die Offensive. Schauen wir mal, ob wir es eine Chance haben. Werden wir hier die Schlacht noch verlieren. Versuchen wir jetzt hier mal eine Offensive an der Front im Westen. Ja, keine Chance. 165 gegen 102. Japanische Moral ist absolut katastrophal. Obwohl wir doch... Wo ist die Munition? Wir haben doch eigentlich mehr Munition. Ich weiß nicht, wo die ganze Munition jetzt gerade hingeht. 200 Artillerie fehlt auch. Verdammt. Waffen haben wir noch genug. Aber Munition habe ich halt auch auf Maximum schon. Ja, und wir verlieren jetzt natürlich hier haushoch diese Schlacht. So, neuer Plan. Marineinvasion, aber bitte auch in... Ja, wobei in Kalifornien. Eigentlich in Oregon. Mit dieser Armee hier. Probieren wir es mal so. Und hier verlieren wir halt haushoch in der Offensive. Haben hohe Verluste, sehr viele Tote. Und unsere Moral ist leider nicht sehr positiv. Werden wir hier in der Defensive halt gewinnen. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, dass wir versuchen, mehrere Fronten aufzumachen. Aber wir brauchen halt von Oregon noch was, von Washington und von Texas, dass die Kriegsmüdigkeit sinkt. Das ist alles leichter gesagt als getan. Die nächste Marineninvasion wird jetzt auch erst wieder 20 Tage dauern und auf der... Währenddessen verlieren wir hier leider haushoch, wobei wir zum Glück jetzt nicht extrem viel mehr Tote als der Gegner haben, also das könnte auch noch schlimmer laufen. Aber jetzt werden wir hier leider gleich ein Stück von dem eroberten Gebiet halt verlieren. Was sehr unangenehm ist. So, wir brauchen mehr Häfenpower. Ich werde mal alle auf moderne Häfen upgraden. Dadurch fehlt mir wahrscheinlich gleich wieder irgendwas, oder? Partisanenzeitungen. Papierdurchsatz nehmen wir. Öl von irgendwoher, von Bremen. So. Hier oben versuchen wir wieder eine Flottenschlacht. 100 gegen 18, also die Seeschlachten gewinnen wir alle, aber das ist halt das Land. Wir können jetzt hier nicht ihre Konvois groß plündern. Das wird, glaube ich, nicht so viel bringen. Ich meine, wir könnten das mal probieren. Konvois überfallen. Die Konvois hier. Die Konvois. Und hier, die Konvois. Machen wir mal. So, die Schlacht haben wir jetzt hier leider verloren, die Offensivschlacht. Es war keine völlige Katastrophe, aber mal schauen, wie viel wir verlieren. Hoffentlich nicht alles, das wäre ziemlich tragisch. Ne, war jetzt nur ein kleines Stück. Okay, das heißt, wir gehen jetzt hier erst nochmal in die Defensive zurück. Und können hier gerade noch nicht erfolgreich vorstoßen. Was natürlich auch unangenehm ist. Ja, hier verteidigen wir einfach weiter gegen die USA. Bringen uns aber auch in den Punktzahlen nicht voran. Wir haben einfach so einen... Es gibt einen koreanischen Aufstand gegen die Briten. Sehr witzig. Ich nichts dagegen, wenn die Koreaner gewinnen. So, hier oben versuchen wir jetzt unsere Landung bei Oregon. Vielleicht sollten wir dann doch nochmal eine Offensive starten, aber irgendwie werden wir hier immer schwächer. Das liegt, glaube ich, daran, dass wir nicht genügend Nachschub bekommen. Kann das sein? Zermürbung hier ist ein bisschen zu hoch. Ah.
Ich kann jetzt auch nicht die Truppen einfach zurückziehen lassen, oder? Ich ziehe die hier mal zurück. Oh, wir hatten eine erfolgreiche Marineinvasion. Das überrascht mich jetzt gerade. Okay. Gehen wir an die neue Front damit und verteilen uns jetzt ein bisschen, bitte. Wir gehen hier auch in die Offensive, bitte. Versuchen wir sie jetzt im Norden zu überrennen. Das ist jetzt mein Ziel dort. Da gewinnen wir auch die Schlacht. Partei des gemeinen Volkes hat mal wieder die Wahlen gewonnen. Ah, die Regierung bleibt bitte, wie sie ist. Wir haben jetzt hier leider minus 100. Weil jetzt hier alle bei totaler Zermürbung sind. Aber dafür brechen wir hier gerade durch. Es gibt also Fortschritt. So, wir müssen noch nach Washington. Das heißt bitte... Strategisches Ziel Washington. Wir müssen da hoch kämpfen. So. Schicken wir hier noch ein paar Truppen hoch. Okay, das ist gut. Hier ist auch die Moral wieder besser. Das ist auch gut. Hier verteidigen wir gegen die USA. Perfekt. Hier ebenfalls. Dann können wir sie mit den Konvois, glaube ich, ganz gut abschneiden. So, und wenn wir es jetzt noch schaffen, nochmal irgendwo zu landen vielleicht, wäre das natürlich super. Also wir müssen noch zwingend in Texas landen. Deswegen versuche ich noch in Texas zu landen mit... 119 ist eigentlich zu viel. Den 82ern wieder hier. Einverstanden. So, die Schlacht hier mit Überzahl gewinnen wir gerade, aber auch halt nur gerade so. Jede weitere Schlacht werden sich hier wahrscheinlich wieder verteidigt bekommen. Was es uns nicht gerade einfacher machen wird. Aber wir schauen mal, wo das hingeht. Wir machen gerade auch wieder Plus, das ist gut. Aber unser Hauptproblem ist, wir werden jetzt langfristig die Armee nicht mehr perfekt versorgt bekommen. Wobei, doch, kriegen wir, okay. Hier verteidigen wir gegen die Amerikaner. So, die Schlacht hier dauert noch länger. Wann beginnt denn die neue Marineinvasion? 25 Tage noch circa. Oh, 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 oh. Die gehen hier in die Offensive. Das ist nicht gut. Ich kann jetzt hier schlecht noch Truppen runterziehen. Wir verlieren hier gerade sofort alles. Was eher gerade so ein bisschen unangenehm ist. Ich verliere die untere Front. Jetzt ist es wieder etwas ausgeglichener. Aber hier oben wird es wahrscheinlich auch nicht besser werden, schätze ich mal. Immerhin haben wir jetzt einen Tiefenverteidigungsexperten, aber der verliert halt auch direkt alles. Ah ja, unsere Moral ist hier direkt im Keller. Wir haben zwar 278 Defensive, aber es bringt nichts. Wobei, der Feind verliert mehr. Vielleicht können wir die Schlacht... Ah, nee, werden wir wahrscheinlich nicht gewinnen. Und hier hält sich der Feind leider sehr lange. Die Zermürbung. Ja, die Zermürbung hier ist halt einfach... ungünstig. So, die sollen sich hier mal wieder erholen. Okay, pass auf, die muss ich alle mal nach Hause schicken, dass die sich, glaube ich, erholen. Der Rest steht hier ganz gut da. Ja, hier verlieren wir jetzt leider, obwohl wir so einen hohen Defensivwert haben. Das ist traurig. Gleichzeitig gewinnen wir aber hoffentlich gleich hier oben. Oh je, die nächste Schlacht hier im Süden verlieren wir. Wie läuft es denn hier unten? Da gewinnen wir die Seeschlacht auf jeden Fall, das ist schon mal gut. So, erholen sich denn unsere Truppen mittlerweile? Ja. Schicke ich die nochmal hier in die Defensive zurück. In der Hoffnung, dass das was bringen wird.
Ah, minus 100. Das ist gerade das Problem, da brauchen wir gerade gar nicht mehr zu kämpfen. Sobald die hier in die Offensive gehen, verlieren wir gerade ziemlich viel. Oh, erfolgreiche Marineinvasion in Texas. Schau einer an. Zack, in Texas können wir gerade vorwärts marschieren. Das ist doch schön. Es gibt also noch Erfolge. Wir haben jetzt nämlich auch ein Stück. Wir müssen aber unser Stück in Kalifornien jetzt irgendwie verteidigt bekommen. Das ist gerade ein Problem. Wie sieht es da oben aus? Oh, da gewinnen wir sogar mal eine Offensivschlacht gegen die USA. Wow. Okay. Also hier ist irgendwie ein Versorgungsproblem auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher, wie ich das unter Kontrolle bekommen könnte, dieses Versorgungsproblem. Konvois eskortieren vielleicht? Dorthin? Die haben aber hier immer nicht... Die hatten hier nicht mehr angegriffen, wenn wir hier einfach mehr Masse hatten. Vielleicht kann ich einfach noch ein bisschen Masse hier wieder hinschicken. Dass sie sich nicht mehr trauen, hier anzugreifen, wenn wir hier unten wieder eine Überzahl haben. So ein bisschen die KI ausstechen. Und hier oben müssen wir eigentlich gleich nur noch in die Defensive gehen. Die dürfen jetzt halt nur nicht den Rest hier wegerobern, den wir dort haben. Das wäre gerade ein Problem. Wir müssen noch ein kleines Stückchen behalten. Das wäre sehr wichtig. Die USA verlieren hier aber ziemlich viele Truppen und unsere Moral ist halt absolut im Keller. Das ist gerade ein Problem. Aber sie sind bei minus 24. Kriegswille, Freunde. Wir müssen es nur hier Kalifornien wieder durchhalten lassen, sonst tickt das nicht weiter runter. Wobei, die Schlacht könnten wir sogar gewinnen jetzt hier. Auch wenn unsere Moral und unser Wille sinkt. Oh, das wird eine ganz knappe Kiste, das können wir auch verlieren. 4 zu 8, oh Gott, oh Gott, oh Gott. 2 zu 7, oh Gott, das können wir auch verlieren. 2 zu 6, oh Gott, wir verlieren das noch. Oh Gott, ich glaube, wir verlieren das noch, oder? Ein einziges Bataillon. Oh Gott. Oh, ist das knapp? 1 zu 1. Oh, wir haben es gewonnen. Oh, Gott sei Dank. Eieieiei. So, trauen sie sich? Ah, sie trauen sich nicht mehr anzugreifen. Das ist gut. Damit haben wir Kalifornien sicher. Oh, in Texas werden wir jetzt leider zurückgedrängt. Da habe ich nicht aufgepasst. Da müssen wir in die Defensive gleich gehen. Die nördliche Schlacht ist auch gleich gewonnen. Hier verlieren wir jetzt gleich. Aber wie gesagt, die Amerikaner verlieren auch. Minus 60. Sie haben gleich... Sie stehen gleich vor der kompletten Kapitulation und wir haben das Jahr 1930. Komm schon. So, du gehst jetzt nur noch in die Defensive hier, bitte. Dankeschön. Texas muss auch gehalten werden. Und ihr geht jetzt auch einfach nur noch in die Defensive hier. Hervorragend. Solange die jetzt nichts zurückerobern, tun sie nicht hier unten... Müssen wir jetzt nur noch warten. Und dann haben wir es doch irgendwie geschafft. Es war nicht einfach. Wir gewinnen die ganzen Seeschlachten gegen die USA. Das ist gut. Die andere Seite des Zauns. Ein melanischer Aufstand. Von mir aus. So, einfach nur noch warten. Und genießen und uns freuen. Wie sieht es eigentlich mit dem koreanischen Aufstand aus? Oh mein Gott, es gibt wieder ein Korea. Das ist doch perfekt. Das heißt, das können wir als nächstes noch angreifen. Hervorragend. Denn gegen die USA haben wir jetzt gewonnen. Wir verteidigen hier Texas. Die komplette Westküste. Frankreich hat Rivalität erklärt. Das heißt, wir können auch mit den Briten wieder Beziehungen verbessern. Handelsvertrag mit den Russen. Und damit ist es soweit, meine Damen und Herren. 16. Mai 1930... Die USA haben kapituliert. Japan hat obsiegt. Die Japanische Republik, Rang 3 in der Welt, hat obsiegt. Und der Westen gehört uns. Der Westen gehört uns. Das Ganze wird jetzt hier inkorporiert. Wir sind ja multikulturell offen. Nicht alles vielleicht hier. So. Perfekt. So, kurze Frage. Wie teuer wäre denn das hier zu erobern? Staatsrückgabe. 11. Kommen wir da unter... Bleiben wir unter 100? Ja. Dann bevor das jetzt noch jemand uns wegnimmt, holen wir uns noch... Ah, das sind sogar zwei Gebiete hier. Wie teuer ist das? 8. Das kostet 8. Das ist nur ein winziges bisschen. Verdammt, das heißt 11 und 8. Dann sind wir leider bei 119.
Das heißt, wir müssten hier auf 81 Verrufenheit runter. Okay, so lange lasse ich mal noch weiterlaufen. So, wie ihr seht, verdienen wir wieder gutes Geld. Ich möchte natürlich gleich mal die Steuern wieder senken. Verbrauchssteuern abschaffen, so gut es geht. So, dass unser Lebensstandard auch wieder steigen kann. Denn das mit dem Lebensstandard ist auf jeden Fall aktuell ein Problem, was wir haben. Aber ich bin mir noch nicht so sicher, wie wir das noch irgendwie angehen können. Wir haben jetzt schon den Arbeiterschutz. Ich bin mir nicht sicher, gibt es dafür... Ja, wir zahlen mittlerweile fast 1 Million Sozialhilfe. Und dennoch ist der Lebensstandard katastrophal schlecht. Und ich verstehe nicht, wieso der nicht besser wird. Minimale Erleben. Sozialhilfezahlungen. Wahrscheinlich muss ich die... Sozialhilfezahlungen, ja, da haben wir jetzt keine Bürokratie übrig, zu erhöhen. Steuern könnten wir jetzt halt einfach noch weiter senken. Ich meine, aktuell bekommen wir ja auch von den USA wieder Kriegsreparationen. Dienstleistungen. Österreich-Ungarn geht auf die Seite Spaniens. Wisst ihr was? Ich senke jetzt mal noch die Steuern tatsächlich. Und ich werde mal jetzt noch was tun, was ich die ganze Zeit schon hätte vielleicht tun sollen. Markthallen, dass die Dienstleistungen billiger werden. Angeblich lohnt sich das aber nicht. Ich mach's. Arkaden. Ich mach's trotzdem mal mit den Arkaden. So. Das müsste doch mal den Lebensstandard ein bisschen steigen lassen. Wir holen uns jetzt hier nochmal ein bisschen Stahl. Jetzt machen wir natürlich sehr viel Minus. Wir werden mal den Staatsbau pausieren, dass wir nicht so viel Minus machen. Wir sind jetzt sogar Rang 2 in der Welt. Wir haben noch die Österreich-Ungarer überholt, die übrigens aber auch sehr mächtig sind. Und es gibt ja ein unabhängiges Texas, möchte ich auch nochmal erwähnen. Die wollen aber nicht in unserer Zollunion, das ist natürlich traurig. Aber ansonsten stehen wir echt gut da. Wenn jetzt dieser Lebensstandard echt noch irgendwie steigen könnte, wäre ich glücklich. 170 Millionen haben einen Lebensstandard, der niedriger ist als die minimale Erwartung. Wieso? Vermutlich das Hauptproblem, dass die arbeitslos sind. Kann das sein? Kann das sein, dass das einfach das Hauptproblem ist? Arbeitslosigkeit. Ja, hier 6,6 Millionen Arbeitslose. Aber ich kann halt nicht noch mehr Arbeit zur Verfügung stellen. Das ist das Problem. Ja, und ich meine, genau dafür gibt es dann natürlich die Sozialhilfe, die wir ja schon leisten. So, wir könnten jetzt auch noch das Frauenwahlrecht machen. Das würde die Frommen etwas radikalisieren. Ja, Migration, glaube ich, jetzt, das zu öffnen, wäre nicht schlau. Und die Stufensteuer, glaube ich irgendwie auch nicht, dass sie so viel bringen wird. Hier steht jetzt plus 700.000. 2,74 Millionen. Da haben wir doch aktuell mehr, oder? Hm. Weiß ich nicht. Ob wir das wollen oder nicht. Mehr Einnahmen. Stufensteuer kann halt auch Probleme bereiten. Ich hoffe, dass es so irgendwie ein bisschen steigt. Getreide, Kleidung, Lebensmittel. Haben wir eigentlich mehr als genügend. Ich versuche trotzdem noch mal ein bisschen was einzukaufen. Hier noch ein bisschen Getreide irgendwo her. Kleidung. Haben wir eigentlich auch 4000 plus. Können wir aber aus Österreich noch ein bisschen was importieren. Habe ich nichts dagegen. Ja, aber die Arbeitslosigkeit ist natürlich leider tatsächlich ein Problem, welches wir haben. So, wie schaut's denn aus? Noch 2 bis 3 Verrufenheit, dann können wir hier Korea noch erobern. Und ich glaube, dann sind wir doch alle höchst zufrieden und höchst glücklich für eine japanische Republik der Zukunft. Fotografien in Japan. Legitimität haben wir 100, deswegen nehmen wir das Prestige. Auf jeden Fall. So. Es sinkt sogar weiter. Sinkt. Hm. Meine restliche Lebensstandard, also vor allem hier meine reichen Leute, sind wirklich extrem reich. Also die Schere zwischen arm und reich ist extrem hoch. Wirklich extrem. Mangelnde Besteuerungskapazität. Vor allem mal wieder in der Südmandschurei.
Bauen wir hier mal ein paar Regierungsgebäude. So, dann haben wir hier wirklich die Westküste. Japan ist jetzt in Nordamerika, in Asien vertreten, in Afrika. Nur in Europa sind die Japaner noch nicht. Was kommt dann noch? Börsennotation ist beendet. Freiheit des Handels. Ne, wir wollen keinen Freihandel. Zentralarchive. Mehr als 75 der Gebäude. Beschäftigungsrate ist höher. Kann es sein, dass das ein Problem ist, dass unsere Regierungsverwaltungen nicht so gut besetzt sind? Vermutlich wegen den Telefonen, ja. Aber gut. Ja, wir hatten ja immer gesagt, wir werden vielleicht Rang 3 der Welt, aber nie höher. Wir haben es jetzt auf Rang 2 der Welt geschafft. Ich glaube, da können wir schon sehr stolz darauf sein. So, und jetzt dauert es nicht mehr lange. Wir können das auch noch ein bisschen beschleunigen. Nebenbei bemerkt, indem ich hier mehr Diplomatiemacht habe, sinkt unsere Verrufenheit schneller. Hunan möchte ein Bündnis, das lehnen wir ab. Die Briten hassen uns aktuell. Tatsächlich. Hunan möchte einen Verteidigungspakt, auch das lehnen wir ab. So. Jetzt seht ihr, wie schnell das hier runtergeht wieder. 81,3. Wir müssen nur unter 81 kommen, glaube ich, wenn ich das richtig berechnet habe. Weil das kostet eben 11. Und das hier kostet... Ah, 8,2. Okay, 19,2 wird es kosten. Haben die noch irgendwie diplomatische Partner aktuell? Nein, die Korea steht ganz alleine da. Das heißt, die Gebiete, auf die wir einen offiziellen Anspruch haben, können wir uns damit jetzt holen. Einverstanden. Beziehungsweise einen Ticken bitte noch runter. Jetzt. So. Staatsrückgabe fordern wir von den Koreanern. Bevor die gleich hier einknicken. Machen wir auch noch die Staatsrückgabe. Jetzt sind wir knapp unter 100. 99,7. Schicken vielleicht eine kleine Armee. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt eine besonders große Armee brauchen werden, um das hier zu schaffen. Unser Artillerie-Experte, der darf hier unten hin. Preußen stellt sich auf die Seite von Korea. Natürlich tun sie das. Sie müssen ja jetzt hier nochmal Ärger machen. Wir haben jetzt die chemische Kriegsführung. Produktion. Machen wir das Lichtbogenverfahren. Wieso muss jetzt denn Preußen sich hier wieder einmischen? Das ist doch unnötig. Ich will doch jetzt hier keinen großen Krieg mehr haben, irgendwie gegen Preußen. Kriegsreparation von Preußen. Von kommunistischen Preußen vor allem. So. Schicken die Preußen hier eigentlich Truppen? Sieht aktuell nicht so danach aus. Ich meine, wir könnten natürlich irgendwie in Madagaskar landen. Wie groß ist denn die Flotte der Preußen? Oh, 210. Ungefähr so groß wie unsere Flotte. Aber ganz im Ernst, ich will jetzt nicht in den Preußen landen. Ich will jetzt keine Kriegsreparationen haben. Ich will lieber jetzt hier schnell diesen Krieg beendet haben. Ich glaube, ich kann nicht direkt einen Frieden schließen dann. Mit den Preußen, weil die halt was bekommen. Aber der hererische Markt, den zu öffnen, das kann ich denen auch geben. Da habe ich nichts dagegen, tatsächlich. Da habe ich nichts dagegen. So, hier gehen wir dann überall schnell in die Offensive. Beschleunigen wir das noch ein bisschen. Wir wollen jetzt diese Gebiete vereint unter japanischer Flagge sehen. Das ist jetzt noch unser Ziel zum Schluss dieses Let's Plays. Dann haben wir eigentlich alles erreicht, was wir wollten. Wir sind eine Großmacht geworden. Na, jetzt sind nur noch Rang 3. Die Österreicher haben die Briten überholt. Huh. Ist Österreich-Ungarn? Mächtig. Mächtig. Stark, ja.
Aber gut, gehen wir zurück nach Korea. Was ist denn da los? Wieso haben jetzt die Koreaner da 103 Truppen? Ach so, wir haben jetzt schon alles im Norden direkt besetzt. Jetzt gibt es hier unten eine Schlacht, die verlieren wir leider erstmal. Weil 10 gegen 103 schaffen wir dann doch nicht. Die Preußen haben so viel Verstärkung geschickt, wie es scheint. So. Aber mit genügend Truppen dürfte das hier eigentlich kein Problem werden. Wir schicken noch ein bisschen was hin, dass unsere Überlegenheit noch etwas schneller anerkannt wird. So, die Schlacht haben wir leider verloren. Die kleine Armee darf in die Defensive gehen, aber die großen Armeen dürfen gerne angreifen. Sollte doch jetzt bitte schnell... Können ja gerne auch ein bisschen was mobilisieren. So. Das gibt's doch nicht. Wir verlieren hier aber gerade wieder. Okay, wir brauchen jetzt Masse einfach. Ich werde jetzt einfach alles mobilisieren. Wir müssen ja nur diesen kleinen Teil von Korea noch erobern. So. Wird jetzt einfach alles mobilisiert. Es geht doch jetzt nur darum, diesen kleinen Teil noch zu holen, Mensch. Dass sie sich da jetzt wieder streben. Machen wir eine kleine Marineinvasion mit Shigeto. 23 Truppen. So. Geht die jetzt eigentlich schneller, die Marineinvasion? Die dauert auch ihre 40 Tage. Unfassbar, dass die Preußen das jetzt noch so verteidigen müssen hier. Und dass wir so viel Minus machen müssen. Ist auch nicht so schön. Gerade. Die Preußen haben da jetzt echt richtig viel Truppen hingeschickt. Das ist doch jetzt unnötig. Ah, Korea hat aber schon kapituliert. Perfekt. Jetzt sieht das doch wunderschön aus. Ja, ich gehe davon aus, die wollen keinen weißen Frieden, aber der hararische Markt kann von mir aus geöffnet werden. Kein Problem damit. So, zack. Wunderbar, und wir haben Frieden. Wir haben Frieden. Und die Gebiete hier gehören jetzt uns. Das ist doch schön. Es gibt ein paar schwere Zeiten mit Hunger. Aber das interessiert uns nicht. Bruttoinlandsprodukt sind wir Rang 1 der Welt. 65% Alphabetisierung ist in Ordnung. Leider habe ich das mit dem Lebensstandard nicht mehr hinbekommen für das arme Volk. Die Mittelschicht, die Oberschicht sind sehr reich. Denen geht's gut. 358 Millionen Einwohner, Rang 1 der Welt. Leider wieder ein paar Radikale. Da hatten wir aber schon mal mehr. Wir haben auch 60 Millionen Loyalisten. So, wir sind jetzt Rang 3 der Welt. Da haben wir uns relativ gut eingeordnet. Wir könnten wahrscheinlich auch noch Rang 2 oder sogar Rang 1 werden, wenn man sich noch weiter anstrengen würde. Aber ich glaube, das müssen wir jetzt nicht noch in die Länge ziehen. Es gibt sowieso nur noch 4 Jahre, die man jetzt spielen könnte. Dann ist das ganze Spiel auch vorbei. Ich denke, wir sind jetzt an einem sehr guten Ende gekommen. Wer hätte gedacht, dass unserem japanischen Kaiserreich, was wir so lange hatten, dann vor kurzer Zeit die Republik wurde mit unserem aktuellen Präsidenten Kuranosuke Arisugawa. Was haben wir hier noch? Erklärung, Rechte für die Frauen. Und es gibt noch eine großzügige Spende. Oh. Lebensstandard für Unterschichten steigt. Ja, das fände ich sogar sehr gut. Bisschen Lebensstandard mal noch zu bekommen. Sehr schön. Ja, wenn man überlegt, was wir alles geschafft haben. Wir haben 1836 begonnen, da war Japan völlig isoliert und wirtschaftlich rückständig. Wir haben es zu einem modernen, freiheitlichen Staat gemacht. Wir haben ganz viele Gesetze verabschiedet. Wir haben aktuelles allgemeine Wahlrecht, kulturelle wir haben kulturelle Ausgrenzung. Die Republik hat den Multikulturalismus abgeschafft. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Verdammt, wir hatten den Multikulturalismus. Das Kaiserreich war also noch weltoffener, als es die Republik ist. Gut, man kann nicht alles haben. Wir haben die völlige Trennung von Staat und Kirche, garantierte Freiheitsrechte, laissez-faire, Proportionalsteuern zum Beispiel, öffentliche Schulung, Krankenversicherungen, die Meinungsfreiheit, Grundschulpflichten, Frauen am Arbeitsplatz, die haben Rechte. Ja, wir sind ein sehr fortschrittliches Land, eine Weltmacht, die als nächstes natürlich zu den Sternen möchte. Man hat schon immer in Japan die Sterne beobachtet. Wir haben jetzt das Jahr 1932. Man möchte jetzt als nächstes tatsächlich Raketen bauen, um als erstes ja die Erde zu verlassen und zum Mond zu kommen, den man die ganze Zeit sieht. Mal schauen, ob das Japan schaffen wird. Das ist ein
20-Jahres-Plan aufgebaut. Es möchte bis 1952 spätestens auf den Mond kommen. Die japanischen Bemühungen werden sich dorthin ausgehen. Man hat jetzt sozusagen die USA so ein bisschen abgeschnitten hier. Natürlich haben sie noch Alaska, aber das ist ein bisschen isoliert. Man kontrolliert hier große Teile der Welt. Ja, und das war's mit diesem Let's Play zu Japan in Victoria 3. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr seht hier riesige Städte. Eine, ja, Weltmetropole mit Kanto hier. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was waren eure Highlights bei diesem Let's Play mit Japan in Victoria 3. Habt ihr noch offene Fragen? Wollt ihr noch irgendwas wissen? Wollt ihr noch was sehen? Es gibt jetzt übrigens ein geeintes Italien, was wir am Ende noch hinbekommen haben. Und es gibt auch ein unabhängiges Irland. Ganz spannend eigentlich. Könnt ihr hier mal ein paar Kartenmodi uns anschauen. Alphabetisierung ist in Japan auch sehr gut, wie man sieht. Sehr viel Grün. Ähnlich wie in Europa. Bevölkerung ist natürlich bei uns auch sehr stark. Kultur. Übersicht. Globales BIP. Sind wir halt sehr mächtig als Rang 1. Lebensstandard, da ist es eben leider nicht so ganz so toll für uns. Loyalisten. Haben wir doch einige. Migration. Da haben wir, das ist sowieso bei uns nicht erlaubt, deswegen darf keiner rein oder raus. Militärmärkte. Die Märkte gibt es aktuell. Oh ja, die Russen haben einen großen Markt angelegt. Die restlichen Märkte sind etwas geschwächt. Nationaler BIP. Ja, Radikale haben wir natürlich auch. Noch. Verrufenheit kann man hier auch noch sehen. So, ja, genau. Aber das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, mit welchen Ländern ihr es noch sehen wollt, dass ich ja in Zukunft noch Victoria 3 spiele. Auf meinem Gaius Uncut-Kanal müsstet ihr mittlerweile auch Livestreams finden, wo ich mit dem kleinen Hamburg gespielt habe. Gerne mal reinschauen, was wir da draus gemacht haben. Und ich habe auch Tutorial-Videos zu Victoria 3 gemacht und halt euch auch auf dem Laufenden, was Patches und DLCs angeht. Dann verlassen wir an der Stelle Japan, die Republik Japan, und freuen uns auf neue zukünftige Projekte. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei einem meiner Videos auf diesem YouTube-Kanal oder auf Gaius Uncut-Kanal, bei einem neuen Livestream auf Twitch oder auf meinem Discord-Server, wenn ihr Lust habt, in Multiplayer-Partien bei Victoria 3 dabei zu sein. Alles in der Videobeschreibung als Link vorhanden. Macht's gut, Valete, euer Gaius Julius Caesar.